Hallo Freunde, ich bin Vadim von Österreich Velo. Heute sind wir bei Stevens in Hamburg auf der Hausmesse und gucken uns die 22er Modelle an. Nagelneue Camino Pro mit einer ganz besonderen Ausstattung, hier komplett aus Carbon. Als Highlight, was ich ganz geil finde bei den neuen Stevens Modellen im Rennradbereich, Gravel und Cyclecross, versteckte Sattelklemme, schön clean, innen verlegte Züge, auch hier am Vorbau, alles schön sauber. Ja, sonst, wie ist das ausgestattet? Wir haben eine Easton EC 90 SL Kobel GRX Gruppe. Wir haben hier überall Aufnahmen natürlich als Gravelrad, ne? Also wir können Schutzbleche anbauen, wir können Lowrider oder diverse Taschen montieren, Oberrohrverschraubung hinten genauso. Überall schön versteckt die Verschraubung, dass wir hier auch Gepäckträger und Schutzbleche montieren können. Reifenbreite, denke ich, ist bis 50 mm möglich. Also schön breiten Reifen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gern in die Kommentare reinschreiben. Wir beantworten jede Frage von euch. Würden uns mega freuen, wenn ihr uns euer Feedback gebt. Jo. Und wir machen weiter mit den nächsten Rädern. Neben mir. Die erste Neuheit, das Strada 1000 mit der Tour-Ausstattung. Ich nehme es mal runter. Ja, was ist das Besondere an dem Fahrrad? Wir haben jetzt ein richtig schnelles, leichtes Urbanrad für Berlin, Hamburg, für die ganzen Ballungsgebiete mit Schutzbleche von vornherein ausgestattet, Nabendynamo. Ein schöner Leichtlauf-Nabendynamo über Steckachse. Entsprechende Vorderradbeleuchtung, hier in dem Fall Supernova. Ja, hier das passende Rücklicht. Richtig schön minimalistisch im Schutzblech verbaut. Richtig geiles Rad geworden. Wir als Berliner freuen uns mega auf das Modell, weil fast alle Strada-Modelle mussten wir bisher auf Tour-Variante umbauen. Jetzt ist das nicht mehr nötig. Und dazu gibt es noch den kleinen Bruder. Strada 800, auch mit Schutzblechenbeleuchtung, etwas abgespeckte Variante. Die Ausstattung ist ein bisschen einfacher, dafür auch der Preis knapp unter 1500 Euro. So, das sind die Tourmodelle gewesen, leichten, schnellen, und wir machen jetzt weiter mit den nächsten. Bleibt dran! Wir sind immer noch bei Stevens auf der Hausmesse und vor mir ist das neue E-Brione Lux. 22er Modell. Was ist das Besondere bei dem Fahrrad? Wir haben Powertube-Rahmen, integrierten Akku, 500 Wattstunden, Intuvia-Display, schön gut ablesbar. 5-Gang Nexus Namensschaltung. Das Besondere für uns, für Brandenburg,
Rücktrittsbremse, ganz wichtig. Und wartungsarmer Riemenantrieb. Dienstgetreu, stabiler Gepäckträger mit Ragtime-Standard für diverse Aufnahmen. Ein sauber verlegtes Rücklicht. Sehr breite Bereifung. Hier von Schwalbe. Was ganz gut ist, von vornherein ist der Marathon E Plus verbaut. Mit höchster Pannsicherheit. Also braucht man nichts mehr nachrüsten. Steckachssystem bei der Federgabel für mehr Steifigkeit, Stabilität. Kommt gerne in den Laden vorbei, guckt euch das Rad bei uns im Laden an. Wir haben einige Modelle vorbestellt, freuen uns auf jeden Fall auf die Auslieferung. Ja, falls ihr Fragen habt, unbedingt in Kommentare alles reinschreiben. Wir werden auf eure Fragen antworten. Freunde, habt viel Spaß. Ciao.